werden. Ich glaube, mit dem Bekanntheitsgrad ist das eher eine Beruhigung für mich, dass jetzt ein ganz spezielles Image von mir visuell sich einprägt. Nicht? Das kann man wieder so total umkrempeln durch kleine Veränderungen des Äußeren, dass man wieder untergeht. Die Chance, dass ich hier nicht erkannt wurde, die liegt ja auch darin, dass diese Gesellschaft unheimlich oberflächlich reagiert. Nicht, würde man einem Türken wirklich zuhören, würde man ihn ernst nehmen, würde man ihn wie einen vollwertigen Menschen behandeln, dann hätten viele merken müssen, dass das gar kein richtiger Ausländer ist. Meine Sprache war so abgehackt, nicht? Ich habe nur ein paar Endungen schon mal weggelassen. Aber das erzählen einem türkische Kollegen immer wieder, man wird gar nicht als richtiger Mensch angesehen, gar nicht als Individuum. Im Kommandoton wird einem was klargemacht. Ich kenne eine Zeugenaussage eines Polizisten im Ruhrgebiet vor kurzem, als es eine Schlägerei zwischen Ausländern und Türken gab, der sagt, die Türken kann ich nicht auseinanderhalten, die sehen doch alle gleich aus. Dieses Phänomen hat mir überhaupt erlaubt, das machen zu können. Ich muss noch dazu sagen, die Rolle geht über die Ausländerproblematik hinaus. Dieses Ich Ali, das ist holprig beim Lesen, aber es ist ehrlich. Ich ist wieder Vorname, Ali wieder Nachname. Ich konnte wieder mal Fragen stellen. Da ich nicht ernst genommen wurde, man mich wie ein Kind behandelte, wie einen Unmündigen, konnte ich mir erlauben, wie ein Kind mit Fragen die Gesellschaft zu löchern. Ich konnte alles in Frage stellen. Ich konnte mir Fragen erlauben, die einem Erwachsenen, einem Schriftsteller nie gestattet werden. Ich konnte mir wie ein Kind die Welt neu aneignen. Und dadurch bekam ich auch Antworten, die ich sonst nie zu hören bekommen hätte. Wie ging es denn dem Wallraff Ali, als er beispielsweise auf einer Häuserfassade in Duisburg-Wedau gelesen hat, stoppt Tierversuche, nehmt Türken? Naja, das war einer der Slogans, die man inzwischen kennt. Auf dem Thyssen-Gelände wimmeln sie, nicht? Auf Fabrikwände gesprüht, die Toiletten, vergilbte Inschriften schon, nicht? Wo die ganzen, ich will sie hier nicht wiederholen, damit nicht Fanatiker sie noch weitergeben. Es wimmelt davon. Jetzt allerdings gibt es eine Gegenaktion von der Gewerkschaftsjugend getragen, diese französische SOS-Rassismus-Gruppe, diese Hand, die Einhalt gebietet, nicht, mach meinen Kumpel nicht an. Jetzt übernehmen auch Konzerne diese Parole. Ich habe durchgesetzt, dass bei Thyssen über den Betriebsrat große Plakate ausgehängt werden, wo da Einhalt geboten wird, gerade an den Stellen, wo diese Parolen auch auftauchen. Ne? Unter den Zuhörern hier im Saal wurden inzwischen 3 ermittelt, von denen jeder ein kostenloses Exemplar des Buches von Günter Wallraff ganz unten erhalten wird. Es sind heute Morgen Adolf Schneider aus Merzig-Brotdorf, Helga Koster aus Rehlingen und Michael Zeitz aus Merzig. Und nun noch ein Anruf aus Saarbrücken. Wie kann es sich erklären, dass eine Regierung, die angetreten ist, die moralische Wende herbeizuführen, nichts unternimmt, um die Missstände, die er in seinem Buch beschreibt, abzuändern? Ja, ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt. Ne? Ich kenne eigentlich von den Mitgliedern der jetzigen Regierung keinen, der auch Betroffenheit gezeigt hat. Allerdings von Seiten der Grünen, von Seiten der SPD ist jetzt etwas passiert. Die SPD-Fraktion hat mich eingeladen, über das Buch zu diskutieren. Es wird dort ein Hearing vorbereitet. Die Grünen haben eine Gesetzesvorlage in Vorbereitung, wonach der Menschenhandel verboten wird. Von Seiten der jetzigen Regierung ist bisher kein Echo erfolgt. Aber ich glaube, da hat man noch nicht viel zu erwarten. Haben wir noch einen Anruf in Saarbrücken? Ich wollte mal fragen, ob hier nicht ein Notstand, der in unserer Gesellschaft zu Recht besteht, gekoppelt wird mit privatwirtschaftlichen Interessen des Herrn Wallraff. Dass er also hier einen Notstand in der Gesellschaft sich zunutze macht, um damit Geld zu verdienen. Ja, solche Argumente kommen immer von denen, für die der einzige Maßstab im Leben das Geld ist, nicht? Die sonst keine Fantasie mehr haben, sich sonst auch eine andere Motivation vorzustellen. Aber auch den kann ich beruhigen. Aufgrund der enormen Verbreitung des Buches, der nie zu erwartenden Auflage des Buches, habe ich bisher 1 Million D-Mark festgelegt in eine Stiftung, die den Betroffenen zugutekommt. Das heißt, in der Stadt Duisburg ist unter der Schirmherrschaft des dortigen Oberbürgermeisters zusammen mit meinen Kollegen vom Arbeitsplatz in einem der schönsten Wohngegenden eine Siedlung, eine ehemalige Arbeitersiedlung gefunden worden, die jetzt restauriert ausgebaut wird und nach den Bedürfnissen der dort Lebenden zugeschnitten wird. Also unter vorbildlichen Bedingungen wird man hier zusammenleben, die Freizeit selbst verwalten
Und dieser Sockel von 1 Million D-Mark, der aus meinem Buchhonorar erstmal zur Verfügung gestellt wird, wird aufgestockt durch die sich steigernde Auflage, aber auch durch Spenden, Veranstaltungen, die ich mache und auch über die Stadt Duisburg, über das Land, die Geld hinzugeben. Das heißt, ich will auch sichtbar bleibend etwas machen, was auch ansteckend wirken soll, was auch auf andere Gemeinden, andere Städte anregend wirkt, so etwas zu übernehmen. Dass hier nämlich, wo man wirklich zusammenlebt, junge deutsche Arbeiter, junge ausländische Arbeiter, Familien integriert, dass dann auch andere kommen und zeigen, diese Vorurteile gibt es nicht, wo man sich wirklich kennt. Ich habe gleichzeitig aus dem Honorar des Buches einen Rechtshilfefonds gegründet, wo die besten Anwälte kostenlos die Betroffenen in ähnlichen Situationen vertreten, auch Deutsche, egal welche Nationalität, und wo der frühere Verfassungsrichter Martin Hirsch, ein jetziger prominenter Anwalt, sich bereit erklärt hat, auch hier kostenlos Grundsatzfälle zu übernehmen. Ich habe gleichzeitig meine ehemalige Wohnung in der Nähe der Augustussenhütte zu einer Sozialstation ausgebaut, wo jetzt rund um die Uhr jemand ist oder sonst ein Anrufbeantworter, weil das ist ein sozialer Brennpunkt dort, wo jeder, der dorthin kommt, Hilfe bekommt oder aber Rechtshilfe weitervermittelt bekommt. Keine Frage zum Inhalt Ihres Buches, sondern zum Buch als Medium. Wir befinden uns hier in der Eröffnungsveranstaltung zur Saarländischen Buchwoche. Deshalb meine Frage an Sie. Wie beurteilen Sie die Zukunftschancen des Buches, des Mediums Buch? Können Sie sich vorstellen, dass Sie Ihre Arbeitsergebnisse auch mal über Video veröffentlichen? Denn Sie haben ja bereits mit diesem Medium jetzt gearbeitet. Es läuft ja parallel, diese Videoerfahrung. Ich habe 80 Videobänder in der Zeit hergestellt und ein Freund und Kollege Jörg Fröhrer macht zurzeit daraus einen Film. Er hat auch mit großer Kamera anschließend noch Sachen festgehalten. Er war auch dabei, als ich jetzt mit meinen Freunden und Kollegen in den Thyssen-Konzern Einzug gehalten habe, um eine Art Go-In für sie feste Arbeitsplätze zu fordern. Und das hat funktioniert, nicht? Diese Kollegen haben jetzt feste Arbeitsplätze. Und da war die Kamera dabei. Und das Ganze wird ein Kinofilm, der wohl Ende bis Anfang nächsten Jahres in die Kino kommt. Das wird in aller Ruhe fertiggestellt. Und am 2. Dezember wird er im holländischen Fernsehen bereits in der Kurzfassung gezeigt. Er wird diesmal wohl auch ins bundesdeutsche Fernsehen kommen. Es ist wichtig, dass so eine begleitende Veranschaulichung stattfindet, weil das sonst viele nicht glauben. Dennoch meine ich, dass das Buch langfristig das wichtigere Medium ist, weil man kann nachschlagen, man kann nachblättern, man kann was unterstreichen, man kann auch etwas bezweifeln, nicht? Es ist viel nachprüfbarer. Ich befürchte nur, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das Buch immer mehr versucht, an den Rand zu drängen, es nicht mehr wahrhaben zu wollen. Immer schnellere Reflexe und immer schnelliger Sättigungsgrad. Wenn wir zum Beispiel das Privatfernsehen bekommen, was uns da ins Haus steht, dann ist das verheerend, nicht? Dann werden Sehgewohnheiten entstehen, wo man nur noch hauptsächlich auf Showsendungen abfährt, wo die höchsten Einschaltquoten garantiert werden, wo ein Gag den nächsten jagt, nicht? Und der gemeinsamste und gemeinste Lacher eigentlich den Inhalt der Sendung bestimmt. Das ist grauenhaft. Das wird eine Gesellschaft werden ohne Gedächtnis, wenn das zu Ende gedacht ist. Nur im Moment, gibt eigentlich der Erfolg dieses Buches, wo ich nie mit gerechnet habe, das ist für mich völlig überraschend, ne, gibt eigentlich Hoffnung, dass man sagt, da, wo wirklich Betroffenheit ausgelöst wird, wo Zeugnis abgelegt wird, wo jemand es nicht als Theoretiker, Ideologe aus zweiter Hand vom Hörensagen her berichtet, sondern sich reinbegibt. Und das können ja auch viele andere. Das kann eigentlich jeder, der sich die Zeit nimmt und auch die Mühseligkeiten in Kauf nimmt. Es ist eigentlich auch eine Anregung für andere. Und ich glaube, dass dann das Buch doch noch etwas bewirken und etwas auslösen kann und auch eine gesellschaftsverändernde Kraft hat. Ermutigend finde ich ja auch, dass es an einem solchen Sonntag wie heute gelingt, bei nicht dem allerschönsten Wetter vielleicht, einen so großen Saal wie hier die Stadthalle in Merzig zu füllen. Natürlich ist Günter Wallraff daran beteiligt, aber es geht eigentlich um ein Buch, um eine Fülle von Dokumentarberichten. Und ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, ohne hinzuweisen, dass Günter Wallraff in der übernächsten Woche noch an einigen Stellen aus seinem Buch lesen wird und natürlich auch Fragen beantworten wird, nämlich am Sonntag, dem 17.11. im Bürgerhaus Burbach, am Dienstag, dem 19.11. im Schlosstheater Ottweiler und am Mittwoch, dem 20.11. in der Kulturhalle Roden. Herr Wallraff, zum Schluss, Sie haben eben gesprochen von der Möglichkeit, auch durch ein Buch etwas zu verändern.
Ist das eigentlich eine Rückschau auch mit den anderen Büchern von Ihnen gelungen? Ja, mehr oder weniger. Ich bin bescheiden geworden. Ich habe häufig mehr versucht durchzusetzen und zu verändern, als es dann gelungen ist. Zum Beispiel bei meiner Zeit als simulierender Bildreporter. Ich hatte geglaubt, die Auflage des Blattes zurückdrängen zu können. Übrigens, das war eine viel größere Schmutzrolle, die Zeit bei Bild. Nicht? Das war ein Dreck, der einen beschädigte, der einen auch so durch wie in Form einer Gehirnwäsche, wenn man diesen professionellen Fälscher zu spielen hatte, beschädigte, dass man nachher auch nicht mehr heil herauskam. Bei dieser Dreckrolle bei Thyssen bin ich psychisch eigentlich aufgebaut worden, weil ich wusste, für wen ich schrieb, was ich verändern wollte. Bei Bild hat es erreicht, dass heute keiner mehr sagen kann, er hätte von allem nichts gewusst. Die Bild-Zeitung ist von der Rolle des Anklägers der Nation in die Verteidigerposition gedrängt worden. Gerichte sind sensibilisiert worden. Keiner beruft sich mehr auf das Blatt. Wenn man heute zum Kiosk geht und das Lügenblatt bitte verlangt, kann man sicher gehen, in jedem einzelnen Fall die Bild-Zeitung auch zu bekommen. Da habe ich letztlich das Klima verändert. Bei diesem Buch erreiche ich unmittelbare Wirkungen und Verbesserungen auch an Ort und Stelle. Und ich finde, das ist ein Traum, den man als Autor hat und der endlich auch mal erfüllt wird. Ich glaube, meine Damen und Herren, dass zum Schluss es war recht sinnvoll, die Saarländische Buchwoche mit einem solchen Buch zu eröffnen, das wieder einmal beweist, es ist doch möglich, auch durch Bücher etwas zu... Aber das erzählen einem türkische Kollegen immer wieder, man wird gar nicht als richtiger Mensch angesehen, gar nicht als Individuum. Man, im Kommandoton wird einem was klargemacht. Ich kenne eine Zeugenaussage eines Polizisten im Ruhrgebiet vor kurzem, als es eine Schlägerei zwischen Ausländern und Türken gab, der sagt, die Türken kann ich nicht auseinanderhalten, die sehen doch alle gleich aus. Dieses Phänomen hat mir überhaupt erlaubt, das machen zu können. Ich muss noch dazu sagen, die Rolle geht über die Ausländerproblematik hinaus. Dieses Ich, Ali, das ist holprig beim Lesen, aber es ist ehrlich. Ich ist wieder Vorname, Ali wieder Nachname. Ich konnte wieder mal Fragen stellen. Da ich nicht ernst genommen wurde, man mich wie ein Kind behandelte, wie ein Unmündigen, konnte ich mir erlauben, wie ein Kind mit Fragen die Gesellschaft zu löchern. Ich konnte alles in Frage stellen. Ich konnte mir Fragen erlauben, die einem Erwachsenen, einem Schriftsteller nie gestattet werden. Ich konnte mir wie ein Kind die Welt neu aneignen. Und dadurch bekam ich auch Antworten, die ich sonst nie zu hören bekommen hätte. Wie ging's denn dem Wallraff Ali, als er beispielsweise auf einer Häuserfassade in Duisburg-Wedau gelesen hat, stoppt Tierversuche, nehmt Türken? Naja, das war einer der Slogans, die man inzwischen kennt. Auf dem Thyssen-Gelände wimmeln sie, nicht? Auf Fabrikwände gesprüht, die Toiletten, vergilbte Inschriften schon, nicht? Wo die ganzen, ich will sie hier nicht wiederholen, damit nicht Fanatiker sie noch weitergeben. Es wimmelt davon. Jetzt allerdings gibt es eine Gegenaktion von der Gewerkschaftsjugend getragen, diese französische SOS-Rassismus-Gruppe, diese Hand, die Einhalt gebietet, nicht, mach meinen Kumpel nicht an. Jetzt übernehmen auch Konzerne diese Parole. Ich habe durchgesetzt, dass bei Thyssen über den Betriebsrat große Plakate ausgehängt werden, wo da Einhalt geboten wird, gerade an den Stellen, wo diese Parolen auch auftauchen. Ne? Unter den Zuhörern hier im Saal wurden inzwischen 3 ermittelt, von denen jeder ein kostenloses Exemplar des Buches von Günter Wallraff ganz unten erhalten wird. Es sind heute Morgen Adolf Schneider aus Merzig-Brotdorf, Helga Koster aus Rehlingen und Michael Zeitz aus Merzig. Und nun noch ein Anruf aus Saarbrücken. Wie kann es sich erklären, dass eine Regierung, die angetreten ist, die moralische Wende herbeizuführen, nichts unternimmt, um die Missstände, die er in seinem Buch beschreibt, abzuändern? Ja, ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt. Ne? Ich kenne eigentlich von den Mitgliedern der jetzigen Regierung keinen, der auch Betroffenheit gezeigt hat. Allerdings von Seiten der Grünen, von Seiten der SPD ist jetzt etwas passiert. Die SPD-Fraktion hat mich eingeladen, über das Buch zu diskutieren. Es wird dort ein Hearing vorbereitet. Die Grünen haben eine Gesetzesvorlage in Vorbereitung, wonach der Menschenhandel verboten wird. Von Seiten der Grünen, von Seiten der SPD ist jetzt etwas passiert. Die SPD-Fraktion hat mich eingeladen, über das Buch zu diskutieren. Es wird dort ein Hearing vorbereitet. Die Grünen haben eine Gesetzesvorlage in Vorbereitung, wonach der Menschenhandel verboten wird. Von Seiten der jetzigen Regierung ist bisher kein Echo erfolgt, aber
ich glaube, da hat man noch nicht viel zu erwarten. Haben wir noch einen Anruf in Saarbrücken? Ich wollte mal fragen, ob Sie nicht einen Notstand, der in unserer Gesellschaft zu Recht besteht, gekoppelt wird mit privatwirtschaftlichen Interessen des Herrn Wallraff. Dass er also hier einen Notstand in der Gesellschaft sich zunutze macht, um damit Geld zu verdienen. Ja, solche Argumente kommen immer von denen, für die der einzige Maßstab im Leben das Geld ist, nicht? Die sonst keine Fantasie mehr haben, sich sonst auch eine andere Motivation vorzustellen. Aber auch den kann ich beruhigen. Aufgrund der enormen Verbreitung des Buches, der nie zu erwartenden Auflage des Buches, habe ich bisher 1 Million D-Mark festgelegt in eine Stiftung, die den Betroffenen zugutekommt. Das heißt, in der Stadt Duisburg ist unter der Schirmherrschaft des dortigen Oberbürgermeisters zusammen mit meinen Kollegen vom Arbeitsplatz in einem der schönsten Wohngegenden eine Siedlung, eine ehemalige Arbeitersiedlung gefunden worden, die jetzt restauriert ausgebaut wird und nach den Bedürfnissen der dort Lebenden zugeschnitten wird. Also unter vorbildlichen Bedingungen wird man hier zusammenleben, die Freizeit selbst verwalten. Und dieser Sockel von 1 Million D-Mark, der aus meinem Buchhonorar erstmal zur Verfügung gestellt wird, wird aufgestockt durch die sich steigernde Auflage, aber auch durch Spenden, Veranstaltungen, die ich mache und auch über die Stadt Duisburg, über das Land, die Geld hinzugeben. Das heißt, ich will auch sichtbar bleibend etwas machen, was auch ansteckend wirken soll, was auch auf andere Gemeinden, andere Städte anregend wirkt, so etwas zu übernehmen. Dass hier nämlich, wo man wirklich zusammenlebt, junge deutsche Arbeiter, junge ausländische Arbeiter, Familien integriert, dass dann auch andere kommen und zeigen, diese Vorurteile gibt es nicht, wo man sich wirklich kennt. Ich habe gleichzeitig aus dem Honorar des Buches einen Rechtshilfefonds gegründet, wo die besten Anwälte kostenlos die Betroffenen in ähnlichen Situationen vertreten, auch Deutsche, egal welche Nationalität, und wo der frühere Verfassungsrichter Martin Hirsch, ein jetziger prominenter Anwalt, sich bereit erklärt hat, auch hier kostenlos Grundsatzfälle zu übernehmen. Ich habe gleichzeitig meine ehemalige Wohnung in der Nähe der Augustussenhütte zu einer Sozialstation ausgebaut, wo jetzt rund um die Uhr jemand ist oder sonst ein Anrufbeantworter, weil das ist ein sozialer Brennpunkt dort, wo jeder, der dorthin kommt, Hilfe bekommt oder aber Rechtshilfe weitervermittelt bekommt. Alles in Frage stellen. Ich konnte mir Fragen erlauben, die einem Erwachsenen, einem Schriftsteller nie gestattet werden. Ich konnte mir wie ein Kind die Welt neu aneignen. Und dadurch bekam ich auch Antworten, die ich sonst nie zu hören bekommen hätte. Wie ging es denn dem Wallraff Ali, als er beispielsweise auf einer Häuserfassade in Duisburg-Wedau gelesen hat, stoppt Tierversuche, nehmt Türken? Naja, das war einer der Slogans, die man inzwischen kennt. Auf dem Thyssen-Gelände wimmeln sie, nicht? Auf Fabrikwände gesprüht, die Toiletten, vergilbte Inschriften schon, nicht? Wo die ganzen, ich will sie hier nicht wiederholen, damit nicht Fanatiker sie noch weitergeben. Es wimmelt davon. Jetzt allerdings gibt es eine Gegenaktion von der Gewerkschaftsjugend getragen, diese französische SOS-Rassismus-Gruppe, diese Hand, die Einhalt gebietet, nicht? Mach meinen Kumpel nicht an. Jetzt übernehmen auch Konzerne diese Parole. Ich habe durchgesetzt, dass bei Thyssen über den Betriebsrat große Plakate ausgehängt werden, wo da Einhalt geboten wird, gerade an den Stellen, wo diese Parolen auch auftauchen. Unter den Zuhörern hier im Saal wurden inzwischen 3 ermittelt, von denen jeder ein kostenloses Exemplar des Buches von Günter Wallraff ganz unten erhalten wird. Es sind heute Morgen Adolf Schneider aus Merzig-Brotdorf, Helga Koster aus Rehlingen und Michael Zeitz aus Merzig. Und nun noch ein Anruf aus Saarbrücken. Wie kann es sich erklären, dass eine Regierung, die angetreten ist, die moralische Wende herbeizuführen, nichts unternimmt, um die Missstände, die er in seinem Buch beschreibt, abzuändern? Ja, ich glaube, das wäre auch zu viel verlangt, ne? Ich kenne eigentlich von den Mitgliedern der jetzigen Regierung keinen, der auch Betroffenheit gezeigt hat. Allerdings von Seiten der Grünen, von Seiten der SPD ist jetzt etwas passiert. Die SPD-Fraktion hat mich eingeladen, über das Buch zu diskutieren. Es wird dort ein Hearing vorbereitet. Die Grünen haben eine Gesetzesvorlage in Vorbereitung, wonach der Menschenhandel verboten wird. Von Seiten der jetzigen Regierung ist bisher kein Echo erfolgt. Aber ich glaube, da hat man noch nicht viel zu erwarten. Haben wir noch einen Anruf in Saarbrücken?
muss man fragen, ob hier nicht ein Notstand, der in unserer Gesellschaft zu Recht besteht, gekoppelt wird mit privatwirtschaftlichen Interessen des Herrn Wallraff. Dass er also hier einen Notstand in der Gesellschaft sich zunutze macht, um damit Geld zu verdienen. Ja, solche Argumente kommen immer von denen, für die der einzige Maßstab im Leben das Geld ist, nicht? Die sonst keine Fantasie mehr haben, sich sonst auch eine andere Motivation vorzustellen. Aber auch den kann ich beruhigen. Aufgrund der enormen Verbreitung des Buches, der nie zu erwartenden Auflage des Buches, habe ich bisher 1 Million D-Mark